Worüber sprechen wir denn heute, Herr Gladitz? Was ist dir das Thema dieser Gruppensitzung? Ich habe eine Agenda vorbereitet, eine umfangreiche Agenda. Und zwar geht es ja darum, dass wir beim YouTube-Channel so viel wie möglich Content raushauen wollen, aber jetzt gerade merken so, wow, okay, das neue Konzept der Awesome People Stories ist sau viel Arbeit und das können wir nicht fünfmal die Woche liefern, so zumindest aktuell noch nicht. Und trotzdem haben wir halt so viel, was tagtäglich hier passiert, was halt irgendwie schön wäre zu teilen. Und genau, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht für so ein bis zwei weitere Formate, die wir einführen könnten, um nicht nur, und da würde ich direkt sagen, lass uns auf zwei Awesome People Stories die Woche einigen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir leisten können. Und halt den zusätzlichen Content, der passiert, noch in was anderes reinsortieren. Und ich würde dann all den Content, den wir so auch noch filmen, und der haben wir jetzt genau bei der Episode auch schon, der halt zu lang oder zu viel oder zu thematisch nicht reinpassen für die Stories ist, aber trotzdem irgendwie cool wäre zu teilen, würde ich so ein kleines Extra-Format machen und da dann, je nachdem wie viel wir haben, zwei die Woche, drei die Woche, keine Ahnung, was halt einfach quasi so übrig bleibt. Und dann brauchen wir jetzt noch so einen catchy Namen. Was ich so, also erstes war ich bei Awesome People, aber ich finde, das ist ein zu kleines Ding, um da wieder ein Awesome People aufzumachen. Ja, das ist dieses Branding, müssen wir jetzt nicht missusen. Finde ich auch nicht. Und dann war ich bei Bits and Pieces, also halt so kleine Stückchen, so die so überall mal passen. Und dann war ich so bei, okay, Bits and Pieces klingt aber so ein bisschen so wie, keine Ahnung, so Kleinkram, der nicht wertvoll ist. Also Bits and Pieces hat sich für mich als erstes angehört, Bits and Pieces ist für mich wie so eine, also es hört sich für mich an wie einen Eisladen, wo man Toppings auf sein Eis machen kann. Keine Ahnung wieso. Was ist, wo bist du danach drauf? Genau, Bits and Pieces war das erste und danach bin ich auf Nuggets gekommen und das Wort Nuggets finde ich übergeil und da braucht es halt irgendwie auch noch was dazu, finde ich, und Nuggets sind ja eher so die kleinen. Und was sind eher so die großen? Das wären dann so die Chunks. Also so Chunks and Nuggets. Das wären dann so irgendwie größere Chunks Dinge. Chunks and Nuggets hört sich mega nice an, Alter. Findest du das cool? Nee, Chunks, ich finde das erste Chunks, cooler. Chunks n Apostroph Nuggets. Chunks and Nuggets, Alter. Voll fett. Ich finde das erste cooler. Nicht. Aber vielleicht auch ich. Was sind Chunks? Chunks sind halt, Chunks ist halt das englische Wort für Brocken. Klumpen. Genau. Okay. Und Nuggets sind halt die kleinen, so wenn du zum Beispiel in Afrika Gold sieben gehst, dann hast du kleine Nuggets. Aber die Frage ist, weil wenn bei dir halt die Reaktion war, nicht jeder liest irgendwie den ganzen Tag englische Bücher und der liest es. Aber und das denkt ist dann scheißegal, so, Alter. Du verstehst hinter so vielen englischen Modebegriffen wirkliche Meaning dahinter nicht und findest es einfach geil, so, weil es sich cool anhört. Und Chunks und Nuggets, Alter, das ist... Das ist wie so... Ich finde es ganz cool. Alter, da könnte man eine Schuhmarke rausmachen, Chunks and Nuggets. Hört sich mega geil an. Ja, nehmen wir. Ist Bits and Pieces besser? Warum? Echt? Ich finde Chunks and Nuggets cooler. Gucken wir noch. Okay, und genau, dann können wir gucken, was auf Facebook und was auf YouTube online geht. Aber ich würde echt so diese ganzen längeren Dinge würde ich halt alle auf den YouTube-Channel packen. Und dann würde ich gerne noch ein drittes Format machen. Und zwar, das ist so ein einmal die Woche so ein Q&A-Ding. So Awesome People Q&A. Gerne immer zu einem bestimmten Thema und dann auch gerne einfach immer mit Gast. Also zum Beispiel, ich würde dann irgendwie erstmal für den Start, würde ich halt quasi mit uns rumwechseln. Eine Episode mit dir, eine Episode mit Katrin, eine Episode mit Martin. Vorher das so Thema. So wie wir es quasi mit der Awesome People Mastermind machen wollen im Endeffekt. Genau. Dass wir unsere Kernkompetenzen da einfach anbieten zu Q&A bzw. zum One-on-One-Coaching. Genau. Halt irgendwie am Anfang der Woche oder im Ende des Q&As von der aktuellen Woche sagen, Leute, Thema für nächste Woche ist das und das. Wollen wir einen festen Tag machen immer? Ja, Sonntag. Ja. Das auch, weil das Video kann halt auch lang werden, finde ich. Ja. Wenn das jetzt, kann jetzt 15 Minuten Q&A, aber wenn das jetzt super, kann es auch mal 30 Minuten. Aber zum Online kommen oder zum Machen? Beides.